Guten Abend, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS17 Forst auf der Pacific Logging mit Günther. Hallo! Günther, was los? Ich glaube, ich werde krank, Manni. Oh, Günther, hast du angesteckt bei mir? Oh, bist du auch krank? Ja, ich habe ein bisschen Husten und Halsschmerzen, Günther. Ja, dann lass uns mal den Laden zumachen, nach Hause gehen, schön Kamillentee Günther, trinken. Günther. Moment. Ja, sorry. Oh, genau. Vorsichtig reindrehen. Rutschgefahr. Der lebt ja fast, ey. Alter Schwede. Der guckt mir gerade mit dir runter. was wollte ich sagen? So, haben wir es jetzt? Ja. So. Kannst du bitte. Genau. Dein Gründer. Ich würde dich ganz gerne wieder Manni nennen. Echt? Nicht nach deinen Spitznamen. Zeiten sind vorbei, Günther. Wie, die sind vorbei, Manni? Die sind vorbei, den Manfred nimmst du nicht ernst. Jetzt heiße ich... Wie heiße ich überhaupt? Warte mal, ich seh's gar nicht. Ach so, ich weiß wie. Ja, so heiße ich jetzt. Ja, aber geht nicht. Na gut, dann darfst du mich in der nächsten Folge... Sonntag meine ich wieder... Los, nimm mich Huckepack! Manni nehmen. Oh, Manni, du musst Bescheid sagen, wenn du los. Leider physikalisch nicht möglich. Ja. Außer, ich schneide dir ein paar Gliedmaßen ab. Nichtsdestotrotz, Günther, ein kleines Husserli und ein bisschen Halsschmerzen werden uns natürlich nicht, Günther. Gib mir mal so ein Pulmul. Nicht! Liegt im Traktor vorne in der Ablage. Nicht von der Arbeit abhalten, ne, würde ich nur sagen. So. Von der Arbeit abhalten? So, Günther, ich glaube, es hakt. Wieso? Also ich glaube, es hakt. Hallo? Den hier oben. Hä? Nimm hier oben. Wieso? Na hier oben, guck doch mal, der Baumstamm. Den? Was hast du denn da gemacht? Ja, weiß ich doch nicht. Mann, hier geht's doch nicht. Ich unterschätze manchmal echt meine Gynikraft. So, warte mal, ich muss mal probieren. Hier hinten den Fitzelbitzel abschneiden kann. Kommt doch her. Ach, Mann. Ja. Schöne Kleiner. Mensch, ey, was ist denn hier los? Kommst du das Wochenende mit zum Magiertreffen? Was bitte? Zum Magiertreffen. Zum Magiertreffen? Ja. Aha, und wer zaubert da? Wer magiert hier da? Ja, gar keinen, aber das ist hier, ne? Magiertreffen. Aus meinem Fantasy Fanclub. Achso. Kommst du mit? Im Fantasy Fanclub. Dort gibt es Mana-Tränke und Heiltränke. Mit natürlich Alkohol versetzt. Harry Potter soll auch da sein und Hermine. Aha. Okay. Günther? Ja. Die Baumstämmchen hier, die sind ein bisschen crazy. Warum? Das ist auf einmal weg. Auch nicht schlecht. Manni, warum? Weil ich die nicht nehmen kann. Die sind nicht da, Günther. Warum? Wie, warum? Ja, warum sind die nicht da? Das kann doch nicht. Ja, ich weiß ja auch nicht. Sag mal. So. Hier nimmst du den so. Ihn hier so hoch mit der Hand und dann legst du ihn da dort. Oh. Nimmst ihn nochmal hoch und dann ist aber zu schwer für Güni. So, Manni. Nichtsdestotrotz, ne, müssen wir jetzt hier ran arbeiten. Ich muss mal... Du hast jetzt den Baumstamm gerade genommen? Ja. Dann solltest du verladen. Wieso? Weil der bei mir immer noch dort liegt. Aber das macht nichts, Günther. Das macht überhaupt nichts. So, Günther, ich habe ein bisschen, meine Stimme ist irgendwie, merkst du das? Da ist so ein drin. Merkst du es? Ja. Ich habe das ja gesehen. Aber Günther. Nichts, aber Günther, ich weiß, wie das passiert ist. Ich habe dich gesehen. Wo? Ja, auf der Kirmes, wie du da rumgeschrien hast im Zelt. Nee, das ist, das ist von meinen Halsschmerzen, Günther. Ja, ja, deswegen hast du Halsschmerzen. Sie ja. Liebt die DJ. Hab ich gar nicht geschrien. Ja, das hab ich doch gesehen. So
Erzähle nicht, Günther. Zu Andrea Berg kannst du die Hose schon offen, wo du aus der Toilette kamst. Erzähl mir bloß kein Shit, du. Ja, das ist aber auch eine heiße Schnitte. Naja, geht, ne? Bisschen alt. Die Andrea? Boah, die ist doch geil. Nee, ja. Mann, die viel zu alt. Oh! Wie viel zu alt? Lass mal gucken, wie alt du bist. Irgendwas stimmt dir mit dem Stämmchen nicht. Warum nicht? Ja, keine Ahnung. Kannst du dich anpacken. Ach, mach Sachen. Manni? Ja. Ja. Du darfst so eine alte Frau darfst du nicht angucken. Warum nicht? Ja, weil alte Frauen Pech bringen. Ach so? Du darfst da nur ab 20 aufwärts. Ne? Bis 29. Alles, was da drüber ist, lass die Finger davon. 20 bis 29. Alles andere ist verfallen, oder was? Ja. Okay. Das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Gut, da hab ich jetzt auch kein Problem damit. Nee, ne? Nö. Da muss. Manni. Das klappt doch hier nicht! Ja, Günther, was schreist du denn hier so rum? Hör doch mal auf jetzt! Bleib mal ein bisschen ruhig. Außerdem, Günther, ich bin ein bisschen kränklich, ich hab Kopfschmerzen. Da müssen wir doch nicht so rumschreien. Mann, reicht schon, wenn die Kettensäge mich hier anschreit. Günther. Manni. Junge. Manni. Geh mir mal nicht hier auf den Nusskasten, ja. Da schwellen mir gleich wieder die dicken Coronas an, ey. Manni? Wenn mich aufregen muss, obwohl ich krank bin. Was willst denn du? Ich kenne da eine. Die will ich dir mal vorstellen. Zu mir? Ja, ja. 22, was? Vaterkomplex, aber super ausgestattet. Hat das Güni-Zertifikat von mir bekommen. Was für ein Komplex? Vaterkomplex. Was heißt denn das? Ja, sie sucht die Aufmerksamkeit von Männern, weil ihr Vater dir keine Aufmerksamkeit gegeben hat, du. Oh, das ist aber traurig. Ja, ja. Erstmal. Ja, ja. Du kannst sie ja therapieren, wenn du willst. Braucht die Hilfe? Wollen nicht, kannst du auch. Ich bin ja professioneller Helfer. Nee, Manni, Schluss jetzt mit solchen Sachen. Das ist ja schon ein bisschen, das ist nicht mehr toll, was du da redest. Ja, mir scheint so, als würdest du das hier zu einer ausgeprägten Masche machen. Ey, was ist denn hier los, Alter? Hör doch auf, komm rum, Junge. Komm rum, hab ich gesagt. Mann. Rum jetzt hier. Sag mal, was machst du denn da? Ordentlich die hier hinsägen, dass du die gleich verladen kannst, Günther. So wie man es richtig macht. Na? Ja, aber ordentlich ist was anderes. Ja, weg damit. Manni. So, hier, der ist auch 15 Meter, den kannst du auch verladen, gell? Manni! Oh, Entschuldigung, hab ich nicht geguckt. Was denn du wieder? Ich muss dich was fragen. Da war ein Schlüsselpeter heute. Was ist los? Ich möchte gerne was. Möchtest gerne was? Mit dir bereden. Was ernst gemeint ist. Können wir das nachher im Bauwagen zum Feiern machen, bitte? Weil ich würde mich gerne ein bisschen auf der Arbeit konzentrieren, genau. Hier hast du Zeit, dir meine Probleme anzuhören. Ja, ich bin ja hier auch auf der Arbeit nicht in der Problemfürsorge. Ja, das sind noch niemals 15 Meter, oder? Klar. Der ist so rausgeflutscht. So, warte mal, muss ich mir hier oben den Großen noch schnabulieren. Da, einer Neufierer. Manni? Günther? Manni? Günther? Ich höre dich nicht mehr. Günther? Manni? Günther? Manni? Warum antwortest du mir, wenn du mich nicht hörst? Manni? Günther. Alles gut, Manni. Ich wollte nur gucken, ob deine Batterie noch im Hörgerät funktioniert. Natürlich. Was ist hinter dir Baumstamm? Manni? Günther. Wusstest du, dass die Vögel im Winter in den Süden fliegen? Günther. Ja. Du kannst ein dermaßen grausamer Penetrator sein, das ist absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ja, ich bin auf. Du bist wie so ein 5-Jähriger, der stellt auch den ganzen Tag Fragen, Günther. Ich bin auf Entzug. Ja, was ist denn für ein Entzug? Ja, Alkoholentzug, du hast mir die Knobelbude, hast mir doch versaut. Ach so, immer noch? Sag mal, willst du das nicht langsam erklären, Alter? Wie soll ich das denn klären? Da kommt ja keiner. Wenn du mit Oleg mal ein klares Wort sprichst oder halt im Boxring steigst mit Oleg. Sag doch einfach zu Oleg, pass auf. Du Lutscher.
Bist du bescheuert? Und nicht gegen Oleg. Wir boxen drum. Entweder du kriegst, wenn du mir vom Fratz haust, kriegst du das Doppelte. Und wenn ich dir vom Fratz haust, sind wir quitt. Ja, dann bin ich ja, muss ja Doppelte zahlen, Manni. Manni, was ja. ist das denn hier? Bist du denn bescheuert? Ne, so arbeite ich hier nicht. So was ist denn nur? Komm, ich räume die Kleine, das Kleinzeug weg. Ja, bitte. So, kleine Nein, den Häcksler, ja. Das Gemüse. Wo ist er denn hin? So, wo ist denn das Problem jetzt? Jetzt ist das genau. Problem gelöst. Wegen den drei Stämmchen hier, oder was? Ja. Hä? Ja. Meine Fresse, ey. Muss aber so ordentlich machen, wie ich das immer tue. Was denn da? Genau, löse ich ja mit denen. So. Okay. 15, 15, 15. Das ist auch Schutt hier. Wir nehmen hier nur Premium-Ware. Nur Premium-Qualität. Der kann aber hin, oder? Ja, genau. Ich habe überlegt, bei der Freiwilligen Feuerwehr einzusteigen. Bei der Freiwilligen Feuerwehr? Ja. Also da, wo es nichts gibt für die Arbeit. Genau, weil am Wochenende... Okay, dann kommen wir ja nicht nochmal mit Gehaltserhöhung. Nee, nee, aber am Wochenende, doch, doch. Am Wochenende ist ja mal saufen, du. Überlegst, zur Freiwilligen Feuerwehr zu gehen, weil du am Wochenende schütten kannst dort? Ja. Genau, das ist dein Ernst, oder? Und außerdem bekommst du eine Uniform. Genau. Darauf stehen Frauen. Jetzt ändert ja nichts an. Wow. Günther. Ja. Es ist. Die Freiwillige Feuerwehr, Günther, ist dazu da, um Menschenleben zu retten, Günther. Ja, will ich auch. Ja. Neben dem Saufen. Was? Neben dem Saufen. Was für Saufen? Will ich ja auch retten, Leben. Neben dem Saufen. Also neben dem Saufen. Ja, erst saufen, dann Leben retten. Hm. Machst du mit? Ob ich mitmache? Ich hole uns mal so einen Antrag. Bei der Freiwilligen Feuerwehr? Ja. Ja, genau, ist doch. Wo muss ich da hin? Zur Antragstelle der Freiwilligen Feuerwehr. Weißt du, wo die ist? In den nächsten 500 Kilometern leider nicht, nein. Musst du einen dir herbestellen? Günther, der dir einen von der Freiwilligen Feuerwehr, der vielleicht ein Beratungsgespräch mit dir abhält. Oh, das wäre schön. Dir mal erklärt, was die Rechte und Pflichten der Freiwilligen Feuerwehr sind. Und dir dann auch mal erklärt, dass da nicht jeder Mongo rein kann, der nur zum Schütten dorthin will. Junge. Kennst du einen? Dann lad ihn mal ein. Ich kenne mehrere von der Freiwilligen Feuerwehr, Günther. Aber nicht aus Fichtenberg. Wenn die hier kommen, ja, zerstöre ich die. Mann, 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 Mann. Da. Warum liegst du denn da hin? Weil der Arm nicht weiter geschwenkt hat, Junge, ist gebrochen. Mann. Ich bin aber auch, ey, mein Hals, Günther, das ist alles nicht das Wahre. Das ist Gelbe vom Ei. Was ist hier los? Was sagst du? Wer? Ach Quatsch. Dancers. Ja, warte mal, Schatze. Der Papa ist der fertig. Ja, du willst mal gucken, gell? Willst du gute Nacht sagen? Komm her, ja. Du. Kleine Flitzpiepe, du. Du. Du sag mal hallo. Hallo. Ja, hallo, Günis. Hallo. Warum hast du ja einen abgezählt? Gezwitschert hinten raus. Nein, das sag mal, du kannst doch schon herkommen, du kannst ja Baba voll furzen. Was ist denn los? Sagt man nicht. Was sagt man nicht? Furzen? Ja. Was sagt man denn? Pupsen. Pupsen? Du kannst doch schon anpupsern. Was ist, wenn dein kleines Würstchen dabei war? War der Festland dabei? Soll ich mal gucken? Hör ja auf, meiner. Der wird nicht rumgeschissen. So. Vor allem nicht im LKW. Mann, hier drinnen Mauernarzt. Dauerei. So, was will ich jetzt machen? Hast du da das Konzept gebracht? Hier, mit dem Auto will ich fahren. Bist du sicher, dass das deine Tochter ist und nicht meine? Ach, ich hab doch schon dreimal abgestritten. Die Alte kommt doch mal wieder mit dem Kind mit Alimente. Was? Chantal muss die Zähne putzen. Wer muss Zähne putzen? Das ist Chantal.
Dann deine Zähne putzen, hat Mama gesagt. Dann hast du schon wieder gesoffen, es riecht ein bisschen hart, deine Fahne ange. Sag mal, du sollst das Kind ordentlich ins Bett bringen. Kannst du schon, schon wieder einen Glauben hier in den Schütten? Mensch, wenn das Jugendamt zieht. So, Chantal, willst du noch ein Buch vorgelesen haben heute? Ha? Chantal? So, soll ich mir hier den Baumstamm krallen? Guck mal hier, zack, festgehalten, umgesägt, jetzt fällt er um. Guck mal, hier, der Papa hat einen Baumstamm. Guck, da kommt jetzt mit, wir gehen spazieren, Händchen halten wir mal bitte. Guckst du? Siehst du das? Fällt er das? Dass du immer gerne ein Holzfäller bin. Hä? Willst du auch mal so ein großer, starker Holzfäller werden wie der Papa? Willst du meinen Betrieb mal übernehmen? Ja, hallo? Hä? Willst du mal meinen Betrieb übernehmen? Ich dachte, ich übernehme den. Du übernimmst ja gar nichts, Junge. So, hast du gehört? Die Mutti will doch noch Zähne putzen. Komm, geh schnell hin, solange wie es noch gerade stehen kann. So, Manni, ich mach Feierabend. Tschüss. So. So. Was machst du denn da? Feierabend. Sag mal, bei dir Haare wohl. Sag mal, sind wir ja schön auf dem Heavy Metal Konzert oder was? Mensch, macht euch jetzt Neste! Kann doch nicht wahr sein! So, Kinder. Ne, Kinder, wieso läuft der Häcksler? Meine Fresse, Alter. Ich krieg hier nochmal einen Strahl hinten raus. Und zwar einen ganz feuchten. Sag mal, hört jetzt mal auf hier. Manni! Das Ding mal in Haus machen hier, oder was? Was ist los? Komm ran jetzt! Der geht uns abzuschalten hier. Denk ich doch mal, schläft die Scheiße halt, bis der Diesel raus ist. So, oh. Sag mal, wo sind wir denn? Hallo? Hallo? Hier, Günther? Manni? Ja. Komm rein jetzt. Bin schon drin. Sag mir einer. Kommst du oben mit nein oder was? Wollt noch Überstunden aufschreiben. So, Kinder, was kann ich aufschreiben hier? Guck mal, ich habe jetzt eine Neuanschaffung gemacht, so ein kleiner Schredder. Da steht oben drüber, hängt ein Zettel, Urlaubsanträge und Überstundenanträge. Manni? Da musst du das, da ist die Ablage für die Anträge. So mit nicht, reintun. So nicht, mein Freund. Ja. Willst du irgendwas, Kinder, fahren? Kinder? Hab ich vergessen. Ja, wie vergessen? Vergessen. Meine Fresse, ey. Na gut, mein Lieben, dann lasst mal das Däumchen da und schaut heute Abend wieder rein, denn heute Abend 20 Uhr Livestream. So, links unten in der Videobeschreibung auf Twitch. Bin Günther bestimmt, der ist bestimmt oben da. Bestimmt. Ist auch da. Also, der Kumpel hier. Riese. Na gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.